Was geht ab, ihr Monster, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen heute endlich mal wieder My Restaurant, auch wenn ich das eigentlich als tot erklärt habe. Aber es kam ein Halloween-Update und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Ich habe schon ein bisschen reingespielt und hier sind auch noch andere Monster am Start, wie ihr seht. Nämlich ist hier Alina mag Affen, der Name macht keinen Sinn, Bekinator und... irgendwas mit Besten. Was geht ab? Herzlichst willkommen. Und ich habe Bock, denn es gibt, habe ich gesehen, ich weiß nicht seit wann... YouTube-Stühle. Das heißt, ich habe hier eine kleine YouTuber-Ecke umgebaut. Ich zeige euch das genau hier. Und da seht ihr das schon. Hier können nämlich dann jetzt bekannte YouTuber essen und ziehen dann auch Gäste an. Finde ich mega cool, die Idee. Hab mich schon gefragt, wo die bleibt. Also sehr, sehr cool mit dem Gamer-Chair. Finde ich gut, dass My Restaurant mal wieder ein gutes Update rausbringt. Halloween-Update. Wir gehen aufs Halloween-Update ein. Tatsächlich gibt es hier ein paar Aufgaben. Die Map hat sich komplett geändert. Das finde ich tatsächlich schön. Also ich muss sagen, die Farmen haben sich zwar nur geändert, aber es sieht schon cool aus mit dem Himmel und so. Haben die echt gut gemacht. Gefällt mir sehr gut. Und es gibt auch wieder natürlich limitierte Items, die wir ja alle hassen in der Community, weil die kommen immer in der Zeitzone von den USA raus. Das heißt, ich glaube, die kamen gestern Abend raus. Heute Morgen waren die schon alle ausverkauft. Das heißt, wir als Europäer oder als Deutsche haben fast keine Chance, da überhaupt Items zu bekommen. Außer... wir kaufen sie dann aus dem Marketplace für mehrere Billionen Dollar und das kann sich halt keiner leisten. Finde ich schade, ich finde die Items nämlich mega cool. Und so haben wir wieder mal keine Chance gehabt und die kosten natürlich wieder Robux. Naja, wir wissen das, wir kennen das. Big Games macht da gerne Robux und wird dann immer ein bisschen unfair, was das angeht, dass man sich hier alles kaufen muss. Genauso wie diese Royal Chairs, die man ja jetzt für Robux kaufen muss. Wobei ich immer noch der Meinung bin, das sind die, ohne diese Items hier, also ohne diese Gegenstände hier, kann man überhaupt nicht groß werden. Ich habe ja eine ganze Etage damit. Naja, ihr kennt das, guckt einfach das letzte Video von mir, da erkläre ich, warum das Spiel eigentlich totgepatcht wurde. Dennoch, wir gucken uns das Halloween-Update an. Es gibt nämlich hier auch ein Event beim kopflosen Reiter. Da habe ich jetzt schon drei Missionen gemacht tatsächlich. Das erste war, man müsste, glaube ich, 6 Kürbisse finden. Die habe ich gefunden, dann kriegt man 3 Deko-Kürbisse, die kann ich euch gleich zeigen. Dann muss man 10 VIP-Gäste bedienen. Da bekommt man, ich glaube, 200.000 Dollar dazu. Und die Aufgabe 3 ist, verdiene 666.666 Dollar. Das habe ich jetzt, glaube ich, gemacht. Das heißt, die geben wir jetzt ab. Und er sagt jetzt hier, I'm impressed. Also, ich bin beeindruckt. Als Geschenk gebe ich dir ein Haunted Coffin. Das heißt, ein, ich glaube, das ist ein Sarg. Ein verhexter Sarg als Item. Und er gibt mir dann die nächste Aufgabe... und da muss ich 25.000 Gäste bedienen. Das kriegen wir heute wahrscheinlich nicht mehr hin, aber die nehmen wir auf jeden Fall an. Und dann werde ich da ein bisschen AFK farmen. Und eventuell, während ich dieses AFK Farming mache, werde ich hier auf dieses Halloween-Theme sparen. Das gibt es nämlich auch limitiert, 66 Millionen. Das sieht ganz nice aus. Ich denke, da werde ich auf jeden Fall mal für sparen. Und wenn wir diese 25.000 Customer bedient haben, hier steht nämlich wie viele, das geht ja sogar relativ zügig, bekommen wir nochmal ein Royal Chair, 2 Stück und einen Tisch. Den brauchen wir gar nicht. Das heißt, die können wir für echt viel Geld auf dem Marketplace verkaufen. Oder wir behalten sie. Mal gucken. Bin ich mal gespannt. So, das lassen wir jetzt hier einfach hochlaufen. Finde ich übrigens ganz cool, dass das hier live angezeigt wird. Ich zeige euch wiederum einmal die YouTuber-Ecke. Die finde ich nämlich mega nice. Und ich glaube, ich habe hier sogar gerade das beste Restaurant auf dem Server. Ah, da hinten ist auch noch ganz cool. Mal gucken. So. Hier sogar mit ein bisschen Moos drüber, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist Moos. I don't know. Das hier ist auf jeden Fall momentan alles ein bisschen buggt. Also die haben auch ein bisschen was kaputt gemacht. Aber das macht gar nichts, denn das Spiel an sich funktioniert noch einwandfrei. Und wir gucken jetzt mal. So, hier war ja der YouTuber-Platz. Ah ja, hier ist der Kürbis. So sehen die aus. Davon kriegt man 3 Stück. Die kann man dann platzieren. Und die sind schon ganz schick, muss ich sagen. Die habe ich auch in der oberen Etage platziert. Bei den ganz Reichen. Hier. Und irgendwo habe ich auch mitten unten einen platziert. Ich weiß nicht mehr genau wo. So, wir gehen mal kurz hier in die Küche und geben das Ganze hier ab. Und schauen dann mal. So, was ich euch übrigens sagen möchte, ihr Monster. Ich möchte auf ein Rebranding hinarbeiten. Ich spiele momentan sehr viel mit anderen Leuten zusammen. Und ich möchte ein bisschen rebranden. Das heißt, wir werden so ein bisschen erwachsener. Also erwachsener im anderen Sinne, sondern unser Logo wird von dem verspielten grünen Zockmonsterchen vielleicht demnächst mal zu einem was düsterem Monster. So wie dieser hier. Das ist nämlich ganz cool. Und ihr wisst ja, das 3000 Abo-Special kommt noch. Also, ihr müsst mir da ein bisschen Zeit geben. Ich muss erstmal die Zeit finden, das alles vorzubereiten. Und dann machen wir das auf jeden Fall noch. Da habe ich auch Bock drauf.
Und ihr wisst auch, ich entwickle momentan natürlich wieder an den Roblox-Spielen. Da habe ich auch mega Bock zu. Und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr Murder Mystery 2? Und was würdet ihr gerne an Murder Mystery 2 ändern, damit es sogar noch besser für euch wäre? Ich zum Beispiel habe gestern mit einem Freund Murder Mystery 2 gespielt und habe mir überlegt, hey, in Ego-Perspektive wäre das ganz cool, dann sieht man den Mörder nicht so sehr. Man muss sich wirklich umdrehen und ein bisschen düster à la Piggy. Boah, ich würde es feiern. Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und wir schauen uns dieses mega krasse Restaurant hier mal eben an. Also ich mag das Theme tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was das für eins ist. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Japan- oder so ein Dojo-Theme. Auf jeden Fall mal abchecken, wo man das herkriegt. Das sieht hier auf jeden Fall aus nach Performance. Ja, das ist ein Performance-Restaurant. Das heißt, hier ist nichts Besonderes, sondern das ist hauptsächlich für AFK-Farming. Und genau, hier ist alles voll gemacht. Ich komme hier nicht mehr raus. So, auf geht's. Das heißt, von innen sieht's aus wie... Naja, seht ihr ja. So. Oh, die sind ja cool. Ein Dönertisch. Und was gibt es noch Neues? Die Items habe ich euch gezeigt, der Marketplace. Wir können ja mal gucken, was die Preise momentan sind. Interessiert mich eigentlich sehr. Während wir warten, und da seht ihr schon, was ich meine. Guck mal, die neuen Sachen hier. Wobei 1,35 Millionen ist gar nicht so teuer. Das geht sogar. Aber ich glaube, weil die Leute hauptsächlich verärgert sind. Aber hier 300 Millionen. Der Kürbis kostet 80.000 aktuell. Also den Kessel für 1,3 Millionen kann man sich sogar mal leisten. Ich guck mal gerade rein. Die Kürbisse trenden gerade, weil die ja jeder kriegt an der Aufgabe. Die Galactic-Sachen brauchen wir nicht. Die geht eigentlich auch, die Salatbar. Aber die haben halt keine großen Vorteile. Man kann es jetzt kaufen. Die Preise gehen eigentlich aktuell sogar. Wobei hier 1 Million für so einen Stuhl ist natürlich schon wieder viel zu krass, ne? Also 1 Million für so einen Stuhl, das schafft kein Neuling. Kommt keiner ran. So ein Play-Button wäre natürlich nice, allerdings habe ich keinen. Und wenn ich keinen im echten Leben habe, will ich natürlich auch keinen setzen. Schilder sind natürlich auch nice. Aber was gibt's denn hier noch? Also ja, gibt schon echt viele neue Items. Also wirklich viele neue Items. Aber hier kommt extra Cash raus. Das ist nichts, was jetzt irgendwie the chance of spawning the headless horseman. Oh, okay, cool. Das heißt, wenn man diese Sachen hier hat, kann mittlerweile sogar der headless horseman, also der kopflose Reiter, bei einem Essen kommen. Das finde ich ja cool. Eventuell müsste man da dann doch nochmal... 800.000, den kaufen wir direkt. Der ist ja super günstig gewesen. Müssen wir hier direkt mal, glaube ich, ein bisschen aufstocken, um das hier auch alles kaufen zu können. Um eventuell auch mal in einem Video den Headless Horseman zu bekommen. Aber eigentlich wollte ich das Team für 66 Millionen. Jetzt bin ich natürlich hin und her gerissen. Oder für 800.000 war natürlich ein richtiges Schnäppchen. Den könnte man jetzt hier auch locker wieder reinhauen. Für... mehr. Also das ist, funktioniert ja bei allen Spielen, wo es einen Marketplace gibt, ne? Es gibt immer jemanden, der das Geld hier, der das hier für richtig wenig Geld reinhaut. Hier das zum Beispiel, die kann man jetzt, ne, hier lohnt sich's nicht bei dem Kürbis, aber bei dem gerade bei der Sache für 80.000, hier für 800.000, kannst du jetzt wieder reinstellen für 800.000 und dann kriegst du es wieder. Easy going. Also du kannst es kaufen für 800.000 und dann könntest du den hier wieder reinstellen für 5 Millionen. Vielleicht mache ich das sogar jetzt, wenn ich den nochmal finde. Wenn er jetzt nicht schon weggekauft ist. Ich glaube, der war, ne, hier für 800.000. Ah, der ist schon weg. Das heißt, dann kannst du den kaufen und kannst ihn dann wieder für mehrere Millionen reinhauen. Das, so könnt ihr Geld machen. So ist es momentan auch fast nur noch möglich. Also müsst ihr euch auf jeden Fall merken, das ist so die Möglichkeit. So, hier kommt 22 Millionen. Vielleicht mache ich das gleich. Ich schau mal. Wir gucken mal, was wir machen können. Vielleicht mache ich hier gerade mal mit dem Marketplace ein bisschen Geld. Und dann gucken wir mal, ob wir gleich das neue Team kaufen können. Und hier sind sie am Tanzen, die Leute. Mega cool. Ja, wir müssen sowieso warten, bis die Gäste jetzt hier bedient worden sind. Ich glaube, ich kriege das doch gar nicht so schnell hin. Wir schauen mal, wie viele sind wir denn hier? Und wir haben jetzt hier ein bisschen gequatscht. Wir haben erst 524, 526. Also das dauert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das in dem Video hinkriegen. Aber ich versuche mal, die Halloween-Items zusammen zu traden. Und ihr schreibt mir in die Kommentare, was ihr, wie gesagt, die Frage von gerade für Murder Mystery und was ihr von dem Update haltet. Ich bin ja wieder am Start und ich freue mich mega. Ich habe richtig Bock. Wir werden auf jeden Fall wieder viel, viel mehr Videos machen und wir werden viel, viel, viel mehr Shooter-Videos machen. Ich habe überlegt, einen Zweitkanal zu eröffnen. Dann habe ich mir gedacht, nee, warum nicht einfach mit auf den Kanal in die Videoliste hauen. Also ihr werdet demnächst mehr Shooter sehen. Und dann zusätzlich natürlich immer mal wieder einen Simulator, andere Spiele und gegebenenfalls sogar ein Update zu meinem Spiel, was wir gerade entwickeln. So, ihr Monster, ich habe jetzt gerade echt geschafft, einen weiteren, hier diesen Kessel für 1 Million zu ziehen. Jetzt wollte ich den für mehr verkaufen und dann sehen wir wieder, dass das Spiel sogar da uns einen Strich
durch die Rechnung macht. Das heißt, ich kann, wenn ich den jetzt hier verkaufe für, also ich habe ihn für 1,1 Millionen gemacht, jetzt versuchen wir mal für 1,5 Millionen zu machen, dann nimmt der Market selber auch nochmal 300.000. Boah, schwierig. Also man kann auch hier tatsächlich echt wenig Gewinn machen. Naja, man kann es versuchen. Ich kann ihn jetzt auch behalten. Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal gerade. Ich schaue mal gerade. Der kostet jetzt 1,25 Millionen, der nächste. Das heißt, wir würden den jetzt für 1,24 anbieten. Und dann gucken wir mal, ob wir da was Gewinn rauskriegen. 1,24, das sind 1.240.000. Und dann seht ihr schon, ich kriege nicht mal meine Millionen zurück. Weil der Market Profit so hoch ist. Das ist halt... Ja, ihr wisst, was ich meine. Also ich habe ihn jetzt für 1 Million gekauft. Ich wollte jetzt damit Gewinn machen. Ich verkaufe ihn jetzt. Also ich müsste hier 1,25 Millionen ausgeben, wenn ich ihn jetzt verkaufe für so viel es geht, damit andere den kaufen, damit es Sinn macht, müsste ich den für 1, 2, 4 Millionen anbieten. Oder? Sehe ich das falsch? Warte mal, ich habe doch jetzt doch 1,25. Doch, habe ich richtig gemacht. Genau, ich müsste den jetzt für 124. So, jetzt haben wir 1,24 Millionen. Und ich würde weniger Profit machen, als ich ausgegeben habe. Weil die Market Fee, beziehungsweise dieser Market Cut, also das, was man dann an das Spiel bezahlt, viel zu hoch ist. Also, komplett unsinnig, meiner Meinung nach. Damit ist auch das, was ich gerade gesagt habe, in diesem Spiel nicht mehr so wirklich möglich. Also da muss man wirklich Glück haben, so wie ich gerade, dass man dann einen für 80.000 kriegt. Naja, ich würde sagen, wir stellen das dann wenigstens mal auf, dass wir oder ich demnächst die Chance habe, dass der kopflose Reiter bei mir zu Besuch kommt. Und wir sehen, in der Zeit habe ich hier 1.000 Gäste bedient. Also das, was wir da bedienen müssen, ist auf jeden Fall ewig krass. Das schaffen wir heute nicht mehr. Ich werde einfach mal das Spiel anlassen, um euch dann natürlich zu zeigen... Oder was heißt zu zeigen? Um zu sehen, was da kommt. Und dann werde ich es einfach unten noch später irgendwann posten, wenn ich es habe. Aber es ist alles nur noch Grinding und AFK-Farming. Finde ich schade eigentlich. Ich würde sagen, wir posten oder wir setzen die Dinge hier in der Küche ab. Oh, hier. Das passt ja auch in der Küche, ne? So, machen wir hier Kessel. Ich weiß nicht mal, ob die stacken. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein paar gruselige Sachen gekauft. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Chancen sich jetzt hier summieren. Weiß ich nicht. Müsste man mal nachlesen. Und dann mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück und demnächst kommt hier der kopflose Reiter essen. Ich würde mich freuen. Und dann kann ich euch das zeigen. Hier ist auch wieder ein VIP-YouTuber. Auch sehr cool. Ah ne, das ist ein YouTuber und ein VIP-Gast in einem. Der Bug existiert also auch noch. Hier sind wieder Alina Magaffen und der Name macht keinen Sinn. Sehr cool, wie sie hier rumlaufen. Und hallo, beim Besten bleibe ich hier auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. So, ich hoffe, ich konnte euch das aktuelle Halloween-Update gut zeigen, denn mir hat es eigentlich mal wieder Spaß gemacht, My Restaurant zu spielen und ich werde es jetzt auch einfach mal laufen lassen. Vielleicht mache ich ja das ein oder andere Dullärchen, denn dann will ich hier auch noch den Theme kaufen. Bei 66 Millionen bin ich auf jeden Fall auch noch was dran. Ich habe schon überlegt, ob ich den Royal Chair verkaufe, aber nee. Nee. Das ist meine einzige Geldquelle, die verkaufen wir nicht. Und ja, puh. Ich wäre nicht das Zockmonster, wenn ich euch nicht trotzdem das Theme zeigen würde. Deswegen habe ich einen Royal Chair verkauft und habe mir das Ganze jetzt gekauft. Hinter mir seht ihr es schon. Irgendwas ist hier auf jeden Fall verbuggt, weil ich habe Only 20 Characters. Heißt irgendwie, mein Name ist wahrscheinlich blockiert worden. Keine Ahnung, was da los ist. Naja, ist egal. Das ist ja auf jeden Fall das Halloween Theme. Ihr könnt es jetzt sehen. Ich habe es gekauft für 66 Millionen. Das heißt, schaut es euch an. Hier seht ihr einen coolen Kürbis, alles orange-blau von innen, ein bisschen gruselig dunkel. Finde ich ganz nice eigentlich. Und wir gucken uns nochmal gerade schnell die Räume an. Auf jeden Fall habe ich es jetzt noch für euch gekauft. Hier seht ihr das Reichen-Ding, auch ganz cool mit den leicht orangenen Gläsern. Gefällt mir ganz gut. Hier sehen wir, naja, der passt nicht mehr ganz so gut, aber ist trotzdem ganz nice. Gefällt mir ganz gut, muss ich gestehen. Also gefällt mir wirklich gut, das Theme. 66 Millionen, auf jeden Fall eine Menge Geld. Wir gucken uns nochmal das Reichen-Dings hier oben an. Das ist auch cool. Mit den Kürbissen und so weiter. Das wirkt echt ganz nice. Ich will gerade nochmal die Küche mir angucken. Mit den anderen gruseligen Sachen. Schon ganz cool. Also, wie gesagt, ich wollte es euch zeigen. Ich habe es mir jetzt nochmal für 66 Millionen gekauft. Ich habe mir so einen Stuhl verkauft für, ich weiß nicht, 70 Millionen oder sowas. Und, oh, da hinten hat sogar noch jemand. Dann hätte ich es auch einfach daran zeigen können und nicht an meinem. Wie viel Pech kann man denn haben? Och, nö. Warum habe ich es denn dann mir gekauft? Ach, egal. Der hat nämlich dasselbe Problem auch wie ich. Er sieht hier auch, hier, das scheint ein Bug zu sein mit dem Skin.
dass der Name auf jeden Fall nicht mehr funktioniert. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall damit. Jetzt wisst ihr, ob ihr euch das kaufen wollt oder nicht. Ist limitiert, 66 Millionen. Geht eigentlich, wenn man länger spielt. Für Anfänger auf jeden Fall nicht erreichbar, meiner Meinung nach. Aber ich habe es mir geholt. Es ist limitiert, cool. Und wir sind hier übrigens durch das AFK-Warten erst bei 13%. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, endlich mal wieder My Restaurant zu sehen. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und smasht den Like-Button. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Zockmonster.